Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch und zwar meiner Müllhaufen von meiner Morsel, obviously, lul. Ich habe Stefan dabei, rein. Oh nein. Pop, 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 pop. Skididi, pop. Hallo Freunde, unser Zuschauer aus China schickte uns ein Paket mit chinesischen Krankheiten. Und, wie ist es? Ja, klar. Aber von meinem Opa habe ich einen alten Lifehack geerbt. Iss ein Stück Knoblauch pro Tag und du wirst nie krank. Wir haben 2 Stücke gegessen. So. Oh, Digga. Nee, da würden wir, also... Nee, sorry. Sorry, da bin ich raus. Ich liebe Knoblauch, aber nicht so. Also, wenn Leute sowas... Das sind auch so kranke Menschen, die in eine Zwiebel einfach so reinbeißen. Boah, das es gibt so kranke Menschen. Ich war mal in einem Flugzeug, ja? Ich weiß. Wow. Und... Da war eine neben mir gesessen, der Flug ist gestartet, wir haben unsere Flughöhe erreicht, durften uns abschneiden. Was macht sie? Packt eine Fleischtomate aus und isst die erstmal. Ah, Digga, widerlich. Entweder du isst verfickt, entweder du isst diese Datteltomaten, Cherrytomaten, ja. oder du lässt es bleiben, Digga. Du lässt es bleiben. Ja, aber vor allem so eine Fleischtomate ohne weiteres einfach so im Flugzeug zu verspeisen, fand ich halt so dermaßen weird. Wie so ein Apfel? Ja, wie ein Apfel, Mann. Das ist widerlich. Vor allem, also man sagt ja, deswegen ja auch Tomatensaft im Flugzeug, man sagt ja, das schmeckt auf den Höhen ein bisschen anders, ne? Ja. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, aber ich müsste halt dafür eine Tomate auf dem Boden essen und dann im Flugzeug bei Reise. Also das wäre eigentlich mal interessant, ja? Vielleicht komme ich nochmal irgendwann in den Genuss, Alter. Vielleicht komme ich nochmal in den Genuss. Dann wird Coronas Mutter gewiegt. Oh. Den Geschmackstest bestehen die dann auch. Schmeckt nach Scheiße. Yeah! Bin Magdalena, mache zurzeit eine Ausbildung zur Zitrone. Schön. Junge, was? Was? Diese Gestik und Mimik auch dabei einfach, Alter. Ah, das heißt, sie ist richtig sauer, Alter. Sie ist richtig sauer. Okay, verstehe. Ja? Wir haben eine richtig gute Idee. Oh nein. Wollen wir ein Müsli? Mit mir! Oh Mann, ey, das habe ich eine Zeit lang auch so gepumpt, dieses Lied, ey. Ja, Müsli Mann. Mit Milch, Mann. Das Ritz-Carlton ist eine Karitze. Das Ritz-Carlton steht für Luxus, Service und Orangensaft. Turn up. Es gibt auch einen Baum, der heißt Taschentuchbaum, weil ich auf die Blätter aufwiese. Und zwar bin ich vor kurzem überzeugter Veganer geworden. Und nichts ist vegan. Fernab von jeder Realität, was du da hast, das... Der Big Caesar Chicken Salat, wäre das vegan? Digga! Aber was... Naja, also... Schwierig, Digga. Nicht zu viel, okay? 2, 3, 4! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, legendärer Einschnitt. Ohne Scheiß. Legendärer Einschnitt, Digga, Brooklyn. Nice. Dann hätte ich gerne... Einfach nur einen Köftespieß. Dazu einen schönen frischen Eiern. Aus dieser Maschine, weißt du? Ich weiß nicht, ob wir es uns gemeinsam reinziehen können, weil da fällt auf jeden Fall das N-Wort. Na, never. Mit diesem Akt sollte der Zweite Weltkrieg im Pazifikraum beendet werden. Was geht ab, Digga? Hau ab, Digga! Auf jeden Fall, Freunde, schreib wieder Grüße in die Kommentare. Junge, das war auch, weißt du noch, ach Mann, ey. Oh, wieso hab ich's jetzt, ach, egal. Weißt du noch, ja. Dieses Apo Red Video von der Roomtour, Digga, die YouTube-Kacke, das damit hat eigentlich alles angefangen. Video. Das war das legendärste Video, ohne Scheiß. Ey, Stefan und ich haben uns das teilweise, ja, täglich angeschaut, einfach. Wir konnten uns auswendig, wir haben es damals bei den alten, bei unseren Minecraft-Sessions, wo wir gefarmt haben, haben wir das einfach abwechselnd haben wir das runtergerannt. Das war einfach so wichtig. Ja, Mann, ja. Das war echt zu nice. Ey, nein, da kommt's ja schon. Nein, warum? Ich hab... Ey. In Wahrheit traf der Abwurf jedoch unschuldige Zivilisten. Cool, eine stinknormale Stinkenpizza, die mit Mega... Ah, ja. Man könnte auch sagen, dick und doof.
Oh, wollt ihr was hören? Ja. Mhm. Ja? Und lasst gerne ein kostenloses Abo davon. Ich distanziere mich davon, ganz wichtig, ich versuche zu skippen. Hinter der Kamera ist René Aka, René Aka. Oh, oh Mann. Ja, wo komme ich denn vor? Ja, ich versuche zu skippen. Es kann sein wegen der Negativ. Aber aufentspannt. Aufentspannt. Das war ja nicht, das war ja bearbeitet, ne? Das Problem ist abgerafft. Ah, Mann, Alter. Mann, wenn man einfach immun ist gegen Humor, Alter. Shit. Das viel nicht. Ganz normale Stein. Und, Freunde, sind 400 Likes auf diesem Video möglich? Wisst ihr, ich tue das unterschwellig einführen. Ja, fand ich jetzt nicht so witzig. Keine Grüße gehen raus an dich, du elendiges Stück Scheiße. Die regelmäßigen Zuschauer wissen, ich habe hier eine eigene Playlist zu allem. Das wäre unterrechnen mit Neger. Sascha, der hat es immerhin versucht, ey. Das ist wahr. Das ist genau so passiert. Du hast mit deinem Finger an meinem Arschloch. Hallo. Einstein hat so schön gesagt. Was? Einstein sagt mir jetzt erstmal überhaupt nichts. Albert Steinstein! Der Albert Steinstein ist es tatsächlich wieder. Oh, oh mein Mann. Gott. Der Swagger King. Einstein hat so schön gesagt, ich wichse und scheiße im Fokus. Klausi Kleff ist der Ansager. Guck mal hier, wie reich ich bin. Wow. Nee, könnt ihr auch zum Beispiel auch Klimmzüge machen. Spaß. Wenn man uns einfach so mal grob sagt, machst du ja Scheißvideos, also... Ja! Oh mein Gott, kannst du dich an die alten Videos von Sascha erinnern? Heilige Scheiße. Ich hab das schon wieder voll vergessen, dass er mal Apo Red in dem Video drin hatte. Das war mir jetzt gerade auch kurz neu. Ey, das war, wann war das? 2014, 2015 oder so? Junge, Junge, Junge. Das ist way too dank, Alter, way too dank. Sehr gut, wie du das Boot steuerst, Opi Mömmel. Aber ich steuere das Boot doch gar nicht. Alsberg. Dafür steht die CDU. Luzi hat ein Stück alte Schnur gefunden. Och nein. Ey, hast du schon meinen Saft getrunken, Alter? Das ist richtig gesund, sagt sogar der Doktor. Oh shit, Alter. Ey, wo ist mein Saft, Mann? Was für Saft? Orangensaft? Vertraut mir, Laufen in Kombination mit Saufen. Chockgüsel. Oh ja, wir bauen Schorsch ein Rennauto. Kannst du wirklich ein Rennauto für Schorsch bauen, Papa? Nein. Warum muss er ihn einfach eigentlich immer hops nehmen, Digga? So, was hat Apo Red uns jetzt auch zu zeigen? Es ist eine ganz normale... Der reißt jetzt einen Joke, okay? Der reißt jetzt einen Joke. IKEA-Couch. Oh shit, Alter. Oh shit, ist Varion echt schon so lange im Game. Die Zeit vergeht wie im Flug, ne? Holy shit. Was? Was ist das überhaupt? Warum ist es schwarz? Darüber macht man sich nicht lustig. Sieht doch hier schön aus, hier mit dem Stein, grau und so. Na, man kann sich nicht beklagen. Ich bin ein Apfel. Wenn dir das Video gefallen hat, dann rauche den Gras und teile es mit den Freunden. Sie sollen es auch ausprobieren. Perfect. On the road doing 10 toes. Oh, herrlich. Labatos. Da kommt jetzt aber noch ein Clip, das weiß ich. 100%ig kommt da ein Clip. If she's not on the app ghost. Frohe Ostern und bleiben Sie gesund, wo immer Sie sein mögen. Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, ich habe der tollen Rede von Herrn Kessling eigentlich nicht zugehört. Peace. So ist es nämlich wirklich. Danke dafür und danke auch für den Vorschlag. Schaut bei meiner Mose vorbei, auch wenn das Video schon ein bisschen älter ist. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like, ein Abonnement und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.